wie kann ich meine verkäuferischen Skills anwenden, ohne dass die beim Kunden wie Manipulation wirken? Spannende Frage von Saskia für eine weitere Folge von Ludoki Q&A. Ich bin Tarja Rolela von der Ludoki GmbH und ja, Manipulation klingt echt mies. Und wenn wir uns anschauen, was Verkaufen wirklich ist, dann ist es ja nichts anderes wie ergebnisorientierte Kommunikation. Ich glaube, jedem ist klar, wenn ein Verkäufer bei ihm ist, dann möchte der was verkaufen. Und solange das dem Kunden dient, ihm also einen Nutzen bringt und auch für den Verkäufer einen Vorteil hat, ist da nichts Schlimmes dran. Ist eine Win-Win-Situation. Wenn wir Manipulation allerdings angucken in dieser negativen Konnotation, dass der Verkäufer sich durch seine Techniken einen Vorteil verschafft, der dem Kunden zum Nachteil gereicht, dann ist das echt eine miese Nummer. Und Leute, ganz ehrlich, wenn ihr denkt, dass Verkaufen heißt, den Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, dass der denkt, die Reibungswärme ist Nestwärme, habt ihr was nicht verstanden, wirklich nicht. Es geht doch darum, dass wir Nutzen schaffen und Mehrwert schaffen. Und wenn wir versuchen, nachhaltig Geschäftsbeziehungen aufzubauen, dann zahlt das auf gar keinen Fall darauf ein. Also lasst einfach bleiben und macht einen guten Job. Jetzt zurück zu dir, Saskia. Wie kann man das jetzt vermeiden? Oftmals ist es ja so, wenn wir neue Techniken lernen und die noch nicht richtig gut sitzen und wir die nicht geübt haben vorab, ausreichend geübt haben, dann sind sie manchmal so ein bisschen hakelig und werden einfach so an den Kunden dran gezerrt und gerissen und der wird dann versucht zum Abschluss, ja, wir versuchen den so zum Abschluss zu schubsen. Das passiert immer dann, wenn ich more pushy bin und weniger Sogwirkung erziele. Sogwirkung kannst du so herstellen, indem du immer sogenannte Zwischenabschlüsse machst. Also du stellst immer diese Meinungsfragen. Wie finden sie das? Was halten sie davon? Hörst du dem Kunden genau zu? Erkennst seine Kaufmotive? Dann bietest du ihm was an und fragst, wenn sie das so hören, ist es das, was sie sich unter weniger Bürokratie wünschen? Oder ist es das, was sie sich unter mehr Sicherheit wünschen? Ja, oh schön, da haben wir das Richtige für sie gefunden. Und dann kannst du es dir so vorstellen, wenn hier oben der Abschluss ist, dann gehst du mit dem Kunden den Weg gemeinsam. Doof ist es immer, wenn du den Kunden dahin zerrst. Das ist dann Druck und dann fühlt er sich auch schnell manipuliert. Ich hoffe, dass ich dir mit dem Hinweis dienen konnte. Lass uns doch wissen, wie es geklappt hat. Viel Freude beim Umsetzen. Sondern sie erwähnt es so nebenbei und die Leute fragen, was ist das? Denn das Jahr redet dann.